Die Lesung aus 365 mal er von Wilhelm Busch. 3. Mai. Und Jesus trat hinzu und rührte den Sarg an und sprach: Jüngling, ich sage dir, stehe auf. Lukas 7, Vers 14. Ein erschütternder Anblick. Aus dem Stadttor von Nain trug man die Leiche eines jungen Mannes. Nicht im Sarg wie bei uns, sondern in Tüchern eingehüllt auf einer Bahre. Die Bibel sagt, genauso wie dieser junge Mann sind wir tot für Gott. Dass die meisten es gar nicht merken und wissen, beweist eben, wie tot wir sind. Und nun verkündigt diese Geschichte die wunderbare Wahrheit. Jesus kann lebendig machen. Dazu hat der Amerikaner O. Smith eine gute Geschichte geschrieben, die hier frei nacherzählt wird. Man trägt den Toten hinaus, da stürzt ein Mann herbei. Halt! Ich werde den Toten aufwecken, dem fehlt nur die Bildung. Und nun liest er ihm aus den Klassikern und aus philosophischen Werken vor. Aber der Tote bleibt tot. Ach was, ruft einer, dem jungen Mann fehlt nur eine bessere Umgebung. Wie kann jemand leben in solch einem miserablen Milieu? Und nun geht er ans Werk, schafft den Unrat von der Straße, gibt einem Bettler ein wenig Geld, damit er verschwinde, aber der Tote bleibt tot. Schon tritt ein anderer auf und ruft dem Toten zu. Dir fehlt nur der starke Wille. Du kannst leben, wenn du nur willst. Wolle! Aber der Appell an den Willen macht nicht lebendig. Ein alter Rabbi tritt an die Bahre. Dem jungen Mann fehlt nur Religion. Und nun liest er ihm aus religiösen Büchern vor. Allerdings ebenfalls ohne jeden Erfolg. Das ist der Augenblick, in dem Jesus erscheint. Ich sage dir, stehe auf. Da steht der Tote auf. Jesus sagt, ich bin gekommen, dass sie das Leben haben sollen. Herr, wecke auch uns recht auf zum Leben. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Herzlichen Dank für dein Abo, deinen Daumen hoch und deinen Kommentar. Teile gerne meine Videos, somit erfahren mehr Menschen von Gott. Weitere Informationen findest du in der Infobox unterhalb vom Video. Jesus Christus segne dich.